Hallo meine Lieben, so herzlich willkommen zu Teil 2 Eton Marine on Tour und Tag 2 in Wien. Ich hoffe, ihr habt Spaß und freut euch auf den dritten Teil. Guten Morgen meine Lieben, Tag 2 in Wien. Schaut mal, wir sind gerade unterwegs zusammen. Wir sind hier beim Parlament, das zeige ich euch gleich mal eben. Da muss ich nämlich die Kamera drehen, Moment. So, hier das österreichische Parlament. Und wir warten auf die Männer, die sind nämlich gerade noch am Parkplatz suchen. Und dann geht's gleich weiter in den ersten Bezirk. Da kann man wohl so ganz schlecht parken und deswegen treffen wir uns hier und gehen dann von hier aus weiter. Außer man ist Millionär und zahlt dann 10 Euro die Stunde oder mehr für ein Parkplatz im Parkhaus, sofern man denn überhaupt was bekommt, nicht? Ja, ansonsten, ne, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wir waren nicht obdachlos auf der Straße in Wien. Wir haben Gott sei Dank ganz liebe Freunde hier, die uns beherbergt haben nach unserer Katastrophe mit dem Hotel. Und ja. Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt ein Stückchen einfach noch mit hier durch Wien, was wir heute so machen und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, Kutsche fahren könnt ihr auch hier, hatte ich ja schon erzählt, aber halt recht teuer, ne? Stunde 100 Euro oder mehr müsst ihr da schon auf jeden Fall rechnen. Aber die Pferde sind dafür wenigstens gut genährt, besser als in Ägypten. So, da habt ihr nochmal Sissi. Die Krone soll übrigens echt Gold sein. Wundert mich, dass sie noch keiner geklaut hat, aber wahrscheinlich ist sie so gesichert hier, dass sich da keiner rantraut. Alhamdulillah. So. Leider sind wir durch den Bauzaun hier getrennt, deswegen ein bisschen durch die Gitter, Leute. So, und da ist der Rest von uns. Da wir nicht alle ins Auto passen, auch wenn es ein Siebensitzer ist, haben wir uns jetzt getrennt. Und wir sind mit der Straßenbahn gekommen und die Jungs und die Zwillinge mit dem Auto, mit dem Baba zusammen. Schaut mal, Leute, hier. Da wird eine richtige Eislaufbahn aufgebaut. Das ist dann hier so ein Ring. Und wenn man hier so rumguckt, da hinten, ich hoffe, man kann es erkennen, da hinten wird dann eine große Fläche gemacht. Und wow. Also wenn ich nochmal ein günstiges Ticket bekomme und zur Weihnachtszeit, falls es klappen sollte, dann kommen wir bestimmt mal her und gucken uns das mal an, inshallah. Schaut mal, und hier geht es weiter mit der Bahn. Seht ihr das? Mashallah, das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn. Hier sind sie schon dabei, die Buden aufzubauen für den Christkindlmarkt. Oh, Moment. Hier kann man es nochmal besser sehen. Hier ist auch gleich eine Tiefgarage. Da ist dann wohl später der Eingang für den Christkindlmarkt. Das hier ist der Rathausparkplatz oder Rathausplatz. Rathausplatz heißt es, glaube ich. So, schaut mal hier. Das sind alles die hier boxenweise Lampen. Schaut euch das an. Lichterketten, seht ihr das? Moment, ich gehe mal ein bisschen dichter ran. So, boxenweise hier so eine Gitterbox war. Hier ist noch eine. Moment. Zoom mal wieder ein bisschen raus. Zwei, fünf Boxen. Nee, da sind noch zwei hinter. Wartet mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Boxen sehe ich hier stehen. Und da geht es bestimmt noch weiter dahinter. 8 Gitterboxen nur mit Lampen. Subhanallah. Wahnsinn. Genau, hier ist das Hofburgtheater, haben wir jetzt gerade gelernt. Schaut mal.
Pferdekutschen. Wir sind jetzt hier im Park am Parlament. Parlament? Nein. Doch, gegenüber vom Parlament, richtig. Könnt ihr das sehen? Die sitzen da mit Pferdemasken auf dem Kopf und spielen Musik. Die Kraft und Schönheit unserer Jugend. Naja, nächstes Mal bitte was anziehen. Schaut mal, Leute, könnt ihr sehen, da ist noch eine Braut. Mashallah, mashallah. Jetzt muss sie da die Stufen hoch. Aber wunderschön, wirklich. Da seht ihr sie nochmal. Mashallah, schaut euch das mal an. Schöner Brunnen hier nochmal. Der Parkanlage mit einer Ente. Oh, sogar noch mit seinem Frauchen zusammen. Schaut mal. Da. Und da oben vielleicht der eifersüchtige Ex-Mann. Aber fühlt sich wohl, wie man sieht. So, jetzt sind wir auf dem Heldenplatz. Und das da drüben ist übrigens der Volksgarten, so heißt das gute Stück. Harder. Sollte auch aufnehmen, ha? So, nur aber. Ich fühle mich so ein Stück weit wie in Hannover, wenn wir sagen, wir treffen uns unterm Schwanz. Das hier ist jetzt die Hofburg, der Sitz des Präsidenten. Also da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen zu wohnen. Da drüben ist die, wie heißt es, spanische Hofreitschule. So, hier ist nochmal der Innenhof. Frag mich bitte nicht, wie das heißt. Da habe ich keine Ahnung. Und wenn man hier vorne durch diesen Durchgang geht, da kommt man dann direkt zur spanischen Hofreitschule. Gibt es Vorführungen, kann man sich angucken. Und ja, ich weiß allerdings nicht, ob wir reingehen werden. Die Figuren sind schon doch ganz schön rabiat, ne? Schaut mal, er hier mit dem Knüppel in der Hand. Und dann da unten, er hier. Der andere wird festgehalten, dass er nicht helfen kann. Hier ist das Sissi-Museum. Und hier geht's zur spanischen Hofreitschule. Schaut mal hier, schönes Bild da oben auch.
Ja. Schaut mal hier, die Raiffeisenbank Wien. Wunderschönes Gebäude, mashallah. Da wisst ihr, wo das Geld geblieben ist? Hier ist Ausgrabung von Michaeler Platz. Und die Leute werfen hier wohl Münzen. Also hier sieht man, Moment. Das soll dann Glück bringen, wenn sie hier Münzen reinwerfen oder in die, da in die Burg, in die Reste. Allahu alam, sollen sie machen, wer mag nicht. Ich könnte mein Geld anderweitig verwenden. Aber es sind meistens kleine Beträge, von daher. Ja, hier, jetzt sind wir in der Innenstadt, im ersten Bezirk wohl oder zweiter Bezirk. Ich bin da nicht so sattelfest, Leute, also bitte nicht festnageln. Und es ist unglaublich voll, unglaublich viele Touristen. Das erklärt auch, warum wir kein Zimmer mehr bekommen haben. Zumindest keins unter 300 bis 400 Euro für zwei Nächte. So, jetzt sind wir hier in der Straße und wir sollen uns mal die Preise angucken. Also das ist zum Teil wirklich Wahnsinn. Schaut mal, die Jacke, 1000, könnt ihr sehen? 1098 Euro. Hilfe. Hier, Jacke. Oh, ich glaube, das sind 2000. Wahnsinn. 1500. Achso, ihr wollt vielleicht nochmal die Jacke dazu sehen, ha? So. Schaut euch das an. 1598 Euro, das ist ja Wahnsinn. So, hier habt ihr den berühmtesten Laden für Wiener Kaiserschmarrn und handgemachte Puppenkrapfel. Und die Leute stehen Schlange hier. Die stehen Schlange, um hier reinzukommen, Leute. Schaut euch das mal an hier. Die Schlange geht bis da hinten hin. Schaut mal hier, die Ringe von 210 Euro bis 2400. Die Brosche 4800. Das Halsband oder die Halskette 2400. Wow, das ist ja... nicht meine Preisklasse, Leute. So viel verdient man dann bei YouTube doch nicht, dass man sich sowas leisten kann. Also hier im ersten Bezirk wohnt das Geld, muss man echt wirklich sagen. Wenn man liest, hier vorne ist Gucci, Breitling, Giorgio Armani. Also ja, ist absolut nicht meine Preisklasse, muss ich ehrlich gestehen, Leute. Schaut mal die Uhren. 8.400, 8.300, die Breitlinguhren. Schon eine Hausnummer. Da vorne habt ihr noch Louis Vuitton. Schaut mal, Leute, hier. Na, wer hat das nötige Kleingeld gerade zusammen? 34.800. Hier sind wir ein bisschen sparsamer, da sind es nur 2,5. Schau mal hier. Das hier wird mein, wird inshallah nach 10 Jahren, sagte mein Hochzeitsgeschenk von Nate. Schau mal auf den Preis. Moment, warte, wo finde ich ihn da? Wo ist er hin? Unten. Ach, da ganz unten. So, kann man es lesen? 47.500, falls man es nicht lesen kann. Ich habe gesagt, na gut, dann kriegst du von mir auch die Breitling für 8.000. So, und hier ist die erste österreichische Sparkasse. Da weiß ich auch, wo mein Geld geblieben ist. So, und jetzt hier der Stephansdom. Schaut mal, das finde ich auch so beeindruckend. Das Bunte zum goldenen Becher. Aber der Dom ist einfach auch mal wirklich beeindruckend. Da kann man, wenn man möchte, wohl auch bis ganz nach oben klettern, 350 Stufen. Da weiß man danach, glaube ich, auch, was man getan hat. So, wir gehen jetzt mal rein in den Stephansdom.
bin sehr gespannt. Aber ich glaube, hoch gehen wir nicht. Wow, Leute, das ist beeindruckend. Schaut mal. Wahnsinn. Das ist schon sehr beeindruckend hier. Das muss ich wirklich sagen. So, und hier sind wir beim berühmtesten Kaffeehaus von Wien. Das ist das Sacher-Eck, sagt man. Hier gibt es die leckere Sacher-Torte. Schaut mal, und die Leute stehen da echt Schlange. Erste Kärntner Straße. Und da stehen die Leute an. Da ist der Eingang. Oh, Sacher-Eck. Schaut mal, wie weit die stehen hier. Nur um da ein Stück Sacher-Torte in diesem Laden zu essen. Wahnsinn. Schaut mal, die Kronleuchter hier auch. Das alleine ist schon echt sehenswert. Aber, um ehrlich zu sein, also anstellen würde ich mich nicht wollen hier. Das ist dann doch zu weit. Und da vorne, schaut mal, da ist dann auch das berühmte Hotel Sacher. So. Hotel Sacher. 1500 war, glaube ich, 2 Nächte hier zu verbringen. Wie schon gesagt, also YouTube reicht dafür nicht, um hier das Ganze, also das kann ich mir nicht leisten. Und hier habt ihr nochmal das Sacher Café. Also auch hier stehen sie locker eine Stunde, wenn nicht sogar länger, um da reinzukommen. Wahnsinn. So, wir werden uns jetzt auf den Weg machen zum Auto und zur U-Bahn oder zur Straßenbahn und werden dann jetzt zum Essen fahren. So, ihr Lieben, wir haben uns jetzt hier zum Essen eingefunden. Wir sind im Elite Café und Restaurant und ihr dürft mit uns mal in die Karte schauen. Alhamdulillah. Es sieht wirklich super, super lecker aus, Leute. Hier. Grillplatte. Und alles halal hier natürlich, ne? Falls ihr mal Lust habt und hier in der Nähe seid, kommt einfach mal rein. Vorweg gibt es eine Hühnersuppe und dazu frisches Brot. Schaut euch das mal an. Mashallah. Wow. Walhamna wohl Schiffe. So, die Grillplatte ist da, Leute. Schaut mal. Mashallah.
Schaut mal hier, nochmal Gulasch mit Reis und Salat. Die Jungs waren unterwegs. Wir wollten eigentlich mit dazukommen, aber unsere Bahn hat ewig gebraucht, bis sie gekommen ist. Und wir haben echt eine halbe Stunde gewartet und dann haben die Herren und die beiden Mädels natürlich, nicht? Hier, da, die beiden Mädels, haben diese wunderschöne Torte für uns ausgesucht. Die ist nicht von der Mann-Bäckerei, der Mann, der verwöhnt. Nein, sie ist von der Antalya-Bäckerei und das ist eine der besten. Ah, schaut mal. Da. Eine der besten Bäckereien hier. Also wirklich super, super gut. Und die sieht einfach richtig lecker aus. Ist das eine Sachertorte? Nein. Schokoladentorte mit Nüssen. Schokoladentorte mit Nüssen ist ja. Das. Mashallah, mashallah. Belhanna wa shifa wa bismillah. Achso, übrigens, hier seht ihr, für Halloween haben sie schon grün geschmückt. Ja, das war es erstmal mit Tag 2 in Wien und es folgt noch ein Short-Video, nenne ich es mal. Tag 3, unsere Abreise, haben wir nun nicht mehr so viel gemacht, deswegen sind es vielleicht 10 Minuten, aber ich habe euch versprochen, es sind 2 Videos. Und natürlich lief es auch nicht ohne, wie soll ich sagen, Katastrophe bei uns ab. Nein, Katastrophe nicht, aber ohne Pleiten, Pech und Pannen oder so. Und ja. Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Also, bleibt gespannt, bleibt gesund, bis zum nächsten Teil und bis dahin erstmal bye bye.